herzlich willkommen zu einer Garnicus Mod Spezialausgabe. Spezial deshalb, weil wir A, einen speziellen Gast haben, den Michel. Hoffentlich kennen alle unseren Muskelforscher von Garnicus schon. Und Spezial, weil es ein bisschen in anderer Form ist als sonst. Wir werden zu zweit auf nostalgische Protagonisten reagieren. Herzlich willkommen, Michel. Ja, hallo. Hallo Leute. Ich freue mich, da zu sein und bin really excited, mit dir auf eine ganz legendäre Person der Fitness- und Powerlifting-Szene zu reagieren. Das ist der erste Powerlifting-Influencer Deutschlands. So sieht's aus. Und neben Dan Green und KK, mein absoluter Lieblings-Powerlifter, der mich auch zum Powerlifting eigentlich gebracht hat. Aber bevor wir zum Powerlifter gehen, gehen wir quasi zu seinem Mentor noch kurz. Wer kennt ihn noch? Markus Rühl nennt ihn Karl F. Ja, also markant mit seiner Glatze im Bentley. Der hat seine Basics damals, wie hat er das immer, die Basics gemacht. Muss mehr hasseln, ja. Früher Fitness, heute sehr, sehr erfolgreicher Multimillionär. Und aber wissen wir das überhaupt? Also das ist das, was er uns zeigt. Ja, aber böse Zungen behaupten ja, dass er irgendwie mit seinem Leasing-Unternehmen für Autos da irgendwie ein Abkommen hat und dann einfach in den Fuhrpark gehen kann und dort ein Auto, und dass das quasi Werbung ist. Aber ich kenne da eben leider keine Details. Aber wir schauen mal, das ist ein ganz aktuelles Video von ihm, was er uns zu sagen hat. München, Maximilianstraße, Karl-Hessen-Winzel, Cabrio. Von Good Girl to Dirty Ho. Oh Mann, der Hang zum Primitiven hat er auch immer irgendwie, oder? Das ist auch nichts Neues. Ja, er war ja immer schon sehr extrovertiert und ich glaube, hat sich für gar nichts geschämt. Aber ich glaube, deshalb haben wir ihn auch alle geliebt, so eine Zeit lang, bis dann irgendwann die Wende kam. Ja, ich glaube eben, wenn man so sich um jeden Preis in die Öffentlichkeit begibt, dann der hat keine Schamgefühle, habe ich das Gefühl. Und das ist wahrscheinlich auch die Grundvoraussetzung, um so Leute abzuziehen. Ja. Meiner Meinung nach, da mutmaßlich abziehen, dass wir da juristisch korrekt sind, wie er das gemacht hat. Ich glaube, sonst, wenn du einen Skrupel hast, dann kannst du sowas wie Wemmer nie aufziehen. Oder? Ich wollte schon gerade sagen, die ganze Wemmer-Story, das war schon next level, ey. Also was die, und dann haben die auch noch so einen Energy-Drink mit so einem anderen Doc. Wie hieß das denn noch? Doc Weigert oder sowas. Weingart. Irgend so einem random, unseriösen Doc, weißt du, irgendein scheiß Produkt zusammen gemacht. Ey, was die alles, also wie gesagt, von Penispumpen, Phallosan Forte, da hätte ich gerne mal einen Code für. Hin zu Wemmer, alles verkauft an die Kiddies, was ging. Ja, das war für eine Zeit lang war das so, für die Klassifizierung gut von YouTube, und du konntest sagen, ein schlechter YouTube oder eher einer, der dich abziehen will, das ist ein Penispumpenverkäufer, und dann hast du eben die anderen, oder? Ja, absolut. Absolut. Was, also mit wem der auch damals früher alles kooperiert hat. Der hat doch mal noch eine Zeit lang irgend so einen ganz dubiosen, oder der hat sich von dem bezahlen lassen, der auch so gar nichts im Gehirn hat. Da müsste ich mal nachschauen, wer das war. Das war so ein Solarium-gebräunter Typ. Dem hat er mal eine Zeit lang super viele Aufnahmen gemacht. So ein älteres Semester, so ein bisschen. Ja, ja. Ja, so von diesen Typen, wie es auf Instagram, wie Sander Mergi, die immer alles wissen und dann gepflegter Drei-Tage-Bart und graue Haare und gebräunt, irgendwie so, oder? Aber das sind die richtigen OGs, ja. Ja.
die haben früher Staubsauger verkauft und dann kam irgendwann Instagram und dann verkaufte man Fitnessprogramme. Und Penispumpen, ja. So, jetzt aber zum... Zeit zum Umschalten. Ich kann mittlerweile richtig schnell umschalten und das mache ich jetzt mal kurz für euch. Also so mache ich. Was ich nicht verstehe ist, oder was ich mich immer, was hat mich so fasziniert, also ich bin ja peinlich berührt irgendwie, wenn ich sowas sehe. Ich habe so ein Mitleid, Fremdscham, irgend sowas, wie Leute einfach auch eher so, was einfach so sich präsentieren kann im Internet. Ich schwitze auch und habe auch weh, wenn ich mir allein die Passage anschaue. Ja, vor allem, du musst dir halt vorstellen, der steht an einem Fitnessstudio, da sind irgendwie Leute im Hintergrund, die da ja auch zuhören irgendwie. Und dann ist da, stell dir mal vor, du bist im Studio und da kommt da so ein scheinbar zugekokster oder was weiß ich, ob der irgendwas Intus hatte. Ob Weingart. Ja, den Ralf-Mode. Ja. Wir müssen ein Supplement, wir müssen eigentlich den Pre-Workout von Granicus Galenicus umnennen. In Ralf-Mode. Das geht, glaube ich, nicht, weil sich jemand die Markenrechte, also zumindest hat diese Person das so gesagt, die Markenrechte von Ralf-Mode gesichert hat und wollte so einen Booster rausbringen. Das war, glaube ich, Matthias Clemens, wenn ich mich nicht täusche. Aber vielleicht sind da die Markenrechte ja schon abgelaufen. Aber das wäre. Also zumindest für so eine Sonderedition, auch wenn man wenn das ein Verlustgeschäft ist, einfach so auf gute alte Zeiten oder sogar verschenken, irgend so, das wäre cool. Ja. Genau. Wir mixen Pervitin in diesen Pre-Workout und dann haben wir den Ralf-Mode. Ja, da bringst du mich auf eine Idee. Du hast da ja ein bisschen Skills in diese Richtung. Du könntest so die ultra krasse Mischung und dann machen wir irgendwo in Holland oder in England eine Scheinfirma auf und vertreiben es darüber, oder? Ja, also wenn ihr diesen Ralf-Mode Pervitin-Mix haben wollt, kommentiert mal. Ja, und wahrscheinlich bei einem Dopingtest taucht das gar nicht mehr auf, weil man nicht mehr nach Pervitin screenen, oder? Ich glaube, du screen nicht nach Methamphetamin, ich weiß es nicht. Ja. So, jetzt sehen wir Ralf trainieren. Er zeigt uns, wie richtiges Training funktioniert. Du bist ja Coach, ich bin auf deine Meinung da gespannt, was er macht. Ich lasse das laufen, inklusive seiner Erklärung, und dann können wir darüber reden. Nicht gerne. Umso enger du ihn hast, umso besser kannst du die Lats treffen. Meint er das wirklich ernst? Ich glaube schon. Also ich glaube, Fabi wird jetzt komplett ausrasten. Wir müssen mal eine Trainingsplananalyse von Fabi machen. Ja, also ich meine, absoluter Scheißdreck. Vor allem, wenn du stark werden willst. Ja? Also Dynamic Effort wird jetzt Westside Babel, Louis Simmons. Aber ich glaube, wenn Louis das sehen wird, der wird sich im Grab einmal umdrehen. Ja. Also ich meine, Velocity-Based Training, Training machst du ja auch, Chris. Vielleicht immer deine Eindrücke dazu. Ja, ich bin mir am Überlegen, welchen Muskel das er trainiert. Ich weiß nicht, ist es der untere Rücken? Ich glaube, das ist obere Halswirbelsäule. Ah, die sieht gefährlich aus. Die sieht gefährlich aus. Wirkt halt immer so geil mit. Ja. Ja, das ist der Punkt. Gerade jetzt in meinem aktuellen Projektchen, was ich da mache, wo ich mehr so Geschwindigkeitsdinger da ins Training einbauen muss, weißt du, auch mal Bankdrücken, völlig einfach, wo es nur um die Beschleunigung geht, was natürlich aus einer Powerlifting-Perspektive komplett unsauber aussieht, aber immer noch irgendein Purpose erkennbar ist, hier sehe ich keinen.
vor allem beim vorgebeugten Rudern. Wenn du Powerlifter bist, kannst von mir aus Dynamic Effort, also Schnellkrafttraining in der Beuge, im Kreuzheben oder am Bankdrücken machen. Obwohl, selbst da limitierte Anwendung, außer du bist irgendwie im Equip Powerlifting. Okay. Also, Alter, Ralf, bitte hör auf. Echt. So, wir hören uns noch an, was er dazu sagt. Er ist auch gar, irgendwie hatte ich das Gefühl, er könnte jetzt noch 20 weiter so machen. Das ist es ja. Also wenn, dann musst du halt voll ins Muskelversagen reintrainieren, ne? Aber das ist halt, kannst du es halt auch lassen. Erklär den Leuten noch schnell, was du hier machst. Was sich das, wie sich das nennt und was das für einen Sinn hat. Oh, das ist ein kleiner Auszug zwischen, ich probiere was Neues aus, was mein Körper innerhalb von 3 Monaten krank transformieren wird. Das ist ein kleines Preview. Deswegen will ich jetzt nicht so auf die Details angehen, weil die nicht so fixiert sind. Aber ihr seht es in der Ausführung, ist anders. Und damit aktiviere ich andere Muskelfasern. Also er hat viel geredet und nichts gesagt. Ich weiß, ich habe es nicht verstanden. Ja, das passt so in die Kategorie, ich muss den Muskel verwirren. Ich glaube, wenn du denkst, dass du kontraktiles Muskelgewebe verwirren kannst, dann bist du der Einzige, der verwirrt ist. Ja. Der andere Mensch, der das gedacht hat, der ist auch schon gestorben, oder? Das war Rich Piana. Yeah, lightning. Good fucking morning. Also ich glaube, der wusste immer nicht, was er da macht. Aber der Pelle. Pelle. Ja, für mich, wie gesagt, für mich, das sieht aus, wie er das Pyjama noch anhat. Er hat auch irgendwie dieses Sweatshirt in die Hosen gestopft. Das ist irgendwie auch sehr seltsam, finde ich. Ja, der Gesamtlook ist sehr, sehr, sehr speziell. Aber eben, da er lebt wirklich nach dem Motto, ist der Ruf, er ist ramponiert, lebt sich gänzlich ungeniert. So ist es, ja. Wenn das Outfit, also normal sagt man ja, entweder ist das Outfit gut und du trainierst scheiße, oder du hast ein scheiß Outfit und trainierst dafür gut, ja, so wie bei jedem Powerlifter eigentlich. Er, bei ihm ist beides scheiße. Okay. Sag's mal so, alles klar. So, jetzt kommen wir zu einem Ausschnitt, das ist ein bisschen Zusammenschnitt. Die sogar komplette Videos sind sehr schwer auffindbar. Ralf hat sich da ja ein bisschen zurückgezogen. Er ist ja immer noch in der Szene eigentlich als Unternehmer oder als Supplement-Hersteller. Das hat er sich alles an sich gerissen. Und das ist jetzt ein Auszug vom Bankdrücken. So die anderen Figuren da wie Karl und Mischa und Patrick, die haben alle so um die 150 plus minus gedrückt. Und Ralf, was gut ist, was sehr gut, und vor allem, da muss man ja ehrlich sein. Zu dieser Zeit, wir reden davon 2014 vielleicht so, ja. Zu dieser Zeit, heute ist das weniger gut, als es früher war, weil heute gibt es mehr Leute, die stärker sind. Oder da hat sich schon was geändert in den Gyms, würde ich sagen. Ja. Aber damals war 150 Kilo richtig gut, ja. Ja, da warst du schon einer der allerstärksten, denke ich, also in deiner Region ja. sogar. Ja. Und da warst du stärker als viele Stoffe. Absolut, ja. Mal schauen, wie stark Ralf ist. Ja, man, mit 130, 32, ne? Bei der Stange. Ja, wir alles auf, Mann. Wir sind alles auf heute. Aha! Mach nichts. Also eine Nanosekunde, nachdem er die Hantel aus der Ablage nahm, wusste ich, das gibt einen Fehler. Ich habe es direkt bei der Abwehrzubewegung gesehen, aber es ist halt auch echt ehrenlos, wie lange die den da
unten verrotten lassen. Und noch lustig machen darüber. Ja, nur, ja, nur du. Ich glaube. Also, ganz knapp. Ne? Also, aber was, ich war zwei rote, eine weiße. Genau. Jim PR. Aber ich glaube, Ralf war überzeugt, dass er das schafft. Und zwar bis zum Schluss. Ja. Der glaubt jetzt noch, dass er das schaffen könnte. Nee, der glaubt, dass der die gedrückt hat. Ah, oh, genau. Ja, schauen wir mal, was er im zweiten Satz macht. Genau, das blieb nicht bei dem einen Versuch, weil es ja so knapp war. Da ist es legitim, dass man es nochmals probiert. Eventuell steigert. 132 ist noch ein Frauengewicht, muss ich fangen jetzt. 132 ist noch Frauengewicht. Ralph Moe, baby. Alle mit ihren Straps hier, man. Ich bin der Einzige, der Raw wird hier. Das ist auch immer so bitchig von Mischa, musste sich immer besser darstellen, indem dass er irgendwie alle mit Straps und ich nicht. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen Charakter von ihm. Ja, aber man muss ihn im Ralf lassen. Er sagt das richtige Gewicht an. Ja? Also es sind keine 170 Kilo, ne, wie bei manchen anderen Athleten. Obwohl nur 130 drauf sind tatsächlich 132,5. Ja, und komischerweise hat auch niemand im Gym, währenddem, dass sie am Liften sind, die Platten weggenommen. So, was halt passiert, oder? Passiert ab und zu. Passiert. Normal. Komm, hau ihn raus. Keine Chance. Was ein Failure, Baby. Also der war noch knapper. Ich fand, der war aber von unten aus besser. Der Weg nach unten war schon kontrollierter. Ja, und, der und die kam, ersten 2 Zentimeter. Die ersten zwei. Ja, bei gewissen Leuten ist das ja schon die ganze Range, was er gedrückt hat, oder? Die kommen dann aus Hamburg und sind Fitnessweltmeister oder irgend sowas. Europameister. Europameister. Du, kleine Klammer auf. Was ist mit seinen Nippeln los? Die stehen so, die hier sehen für mich ganz komisch. Hast du die schon mal gesehen? Vom Europameister. Ich habe jetzt nicht ganz genau sein Nippelgame begutachtet, aber meistens ist das dann sehr verdächtig, dass da ein bisschen mehr als Kreatin genommen wurde. Ja, es sind irgendwie nur die Nippel, aber nicht die ganze Brustwarze, hätte ich jetzt gesagt. Aber er hat da auch so keinen Charme, das in die Kamera zu halten. Also es ist ein bisschen ambivalent auch dort. Okay, ja. Aber kann und will ich irgendwie auch nicht. Gut, lassen wir den Europameister. Gehen wir weiter zum Ralf. Man glaubt es kaum. Ein dritter Versuch kommt auf. Ja, Papa, Logo und ich. Was vorbei? Ich denke, mit lieben der Woche. Mit Schweizer Garde hinten dran. Ne? Pro. Deine Nachbarn eigentlich, oder? Ja, und die Zürcher Region. Ja. Und die, also natürlich für uns Schweizer ist es natürlich nicht Nachbar, weil alles halt klein ist, oder? Und dann ist es, wenn du 35 Meter davon entfernt, dann bist du schon nicht mehr Nachbar, oder? Aber er ist schon gleicher Kanton, oder? Was bei euch Bundesland ist. Und die Szene ist halt so klein. Ich habe mich natürlich in den vergangenen Jahren damals natürlich auch erkundigt. Ich würde sagen, bin ein bisschen relativ gut vernetzt und dann da verschiedene Leute gefragt und ja, wissen natürlich alle, irgendwelche Geschichten darüber zu erzählen. Sage ich natürlich hier nicht, weil das sind alles so Geschichten, die man mir so hinter vorgehaltener Hand erzählt hat und die nicht immer nur mit Fitness zu tun haben. Aber interessant, was da so über Patrick vor allem rum erzählt wurde. Wenn dann, wir können ja off the record, kann ich dir ein bisschen erzählen. Ja. Ja, scheißegal, Mann. Wenn sie gestern vegan gegessen, hast du ja nicht zu hören.
Fies, wie Patrick so mit den Fingern so probiert darzustellen, ich helfe dir gar nichts. Dabei gehört er da wahrscheinlich 30 Kilo weg oder so. Mindestens. Also was schätzt du, was er gepackt hätte? Gültig? Also wir sagen jetzt mal, dass sie sein 132,5 Kilo. Hm? Ja. So Powerlifting Meet gültig. 110. Ja, 115 glaube ich schon. So. Mit umschalten, aber dann. Dann 120. Ja, nein, das war nichts. Also, da stimmte gar nichts. Schon beim Runtergehen gewackelt und er liegt auch wie ein Sack auf der Bank. Also, da stimmt einfach nichts. Ja. So macht man es nicht. Genau. Also, Leute, wenn ihr wissen wollt, wie man Bankdrücken macht, dann macht genau das Gegenteil von dem, was der Ralf macht. Und wenn ihr da diese Wrist-Wraps anzieht, wenn ihr den gültig bekommen wollt, müsste die Schlaufe da vom Daumen weg sein. Das hat er auch nicht gemacht. Yes. Aber das ist Detail. An dem wäre es nicht gescheitert. So ist es. So, ich habe hier den Ralf zufällig im Gym getroffen. Erzähl mal, was ich hier mache, anstatt hier irgendwie cool rumzutun. Das mache ich hier. Ralf BMZA. Alles stumpfe Community und verstehen nichts über Lifting. Nee, der Ralf. Er dachte wirklich von sich, dass er eine Ahnung von Lifting hat, oder? Yeah. Also, das hat man auch gemerkt so damals, kann ich mich noch dran erinnern. Irgendwann ist er so richtig arrogant geworden und hat gedacht, er wäre echt jetzt, also er wäre was Besseres, weil er Powerlifting macht und nicht nur noch Bodybuilding, Fitness. Ja, er war halt ja so das Einhorn der Szene, er war der einzige Powerlifter da und keine Ahnung. Ich behaupte nicht, dass er sich bewusst in diese Ecke gesetzt hat, weil er gemerkt hat, mit Muskeln an meinem Körper funktioniert das irgendwie nicht so gut. Ich mache was anderes, dann muss ich mich nicht dieser Konkurrenz quasi aussetzen und kann mich da ein bisschen profilieren. Und was man auch sagen muss, also ich glaube, er hat schon mal gegen 160 Kilo hat er, glaube ich, schon mal gedrückt. Er hatte dann wirklich mal ein bisschen Progress gemacht, aber eben sehr, sehr auf bescheidenem Niveau, würde ich sagen. Absolut, absolut. Ja, wir schauen uns mal seine Beuge an, seine legendäre Kniebeuge. Mit 345 Kilo. Ja. Geht sich hier gerade? Genau, ich fange jetzt nachher mit dem Kniebeugen an. Es gibt zwei Dehnungen, die ich mache. Das war die erste. Das ist die zweite. Ich hocke jetzt hier einfach hier 2 Minuten und dehne hier quasi dadurch meine Waden durch. Dehnt das die Waden? Ich würde es deutlich anders machen. er schiebt da, er ist natürlich auf Zehenspitzen und schiebt da sein Knie über die Zehenspitzen und ja, aber Leute, ihr müsst nicht die Wade dehnen 2 Minuten, wenn ihr Kniebeugen machen wollt. Ja, also der hat sich immer auf Sachen fokussiert, die total unbedeutend für seinen Trainingsstatus und seinen Trainingsstand waren. Wenn er sich mal eher mit der Kniebeuge-Biomechanik auseinandergesetzt hätte er wahrscheinlich deutlich mehr Fortschritte gemacht. Aber das war halt der Ralf. Denen muss man nur, wenn man nach 30 Jahren wieder mal das Gefühl hat, man muss ein Sprinttraining machen, dann sollte man sich vorher dehnen. Genau, sonst verletzt man sich. Und wie viel beugst du heute? 145, 5x5. Dann komme ich später nochmal und filme deinen Satz ab. 5x5 war auch total ein Hype. Ja, voll, ne? Jeder, ich habe es früher auch gemacht. Heutzutage denke ich mir, fasse ich mir an den Kopf und denke, also vor allem, weil es ja 5x5 dann fast in jeder Übung war. Ne? Also man hat ja dann irgendwie 5x5 für 4-5 Übungen gemacht und viel zu viel. Also ich lasse heutzutage niemanden von meinen Wettkampfathleten oder eigentlich von allen Athleten, auch von meinen Profiathleten, da macht keiner 5x5. Also viel zu viel Volumen. Viel zu viel Volumen. Es war natürlich, aber für das war es gut, eben das ist ein Konzept aus den 60er Jahren, Powerlifting, ein ganzes Trainingskonzept
und nicht nur ein Satzprotokoll, so wie es eben vergewaltigt wird. Und was natürlich gut war, und darum hat es, ich denke, auch so einen Erfolg bei dieser Truppe, weil es mal deutlich weniger Volumen war für nicht unterstützte Athleten, wie man früher propagiert hat. Oder ich meine, ich kann mich an meine Anfangszeiten erinnern, Arnold Schwarzenegger Programm, 5 mal 10. Drei Übungen, oder? Fangst mit Bankdrücken an, 15, 12, 10 und dann 6 Wiederholungen und das dann das gleiche dann für Schrägbankdrücken und dann noch Überzüge. Und dann hatte ich dann keine Lust mehr, darum habe ich nur immer Brust trainiert und vielleicht noch Bizeps, oder? Und ging dann wieder nach Hause. Ja, dann ist man auch durch, oder? Und dann immer bis Muskelversagen, klar. Und natürlich, wenn man dann kommt mit einem 5x5, was schon ein bisschen fundierter ist, und gerade für Leute, die dann halt nicht unterstützt sind, macht es dann halt schon einen Unterschied aus. Ja, absolut. Aber er hat es falsch angewendet. Vergewaltigt, wie so vieles. Jetzt freuen wir uns auf seine 150 Kilogramm Kniebeuge. Ich will nämlich richtig Power sehen, ja? Sehr gut. Einfach so im Ralph-Mode, Leute. Ralph-Mode. Also man muss ehrlich sein, es sieht auf den ersten Blick für einen Laien wahrscheinlich ganz okay aus. Ja, er geht, es ist mehr Range of Motion als die Kniebeuge von Heidelberg. Gut, das ist auch nicht schwierig. Oder von Markus Rühl, ja, ja. Die ja damals ganz, ganz stolz gesagt haben, sie haben 300 Kilo Kniebeugen gemacht. Ja. Mit einer Range of Motion, das ist mein Boxsport. Ja. Da habe ich früher mit 315 Wiederholungen gemacht. Ja, in der Smith Press. Ja, verstanden. Genau, bandagierte Knie. Also, und ich glaube, 150 Kilo. Und dann den Schlitten von der Smith Press wahrscheinlich mit 50 Kilo taxiert, oder? Also, das ist ja danach immer lustig, wie schwer das ist, ja. Aber, also, das ist, was der Ralf da macht, keine Powerlifting-Kniebeuge. Das ist doch keine saubere Highbar-Kniebeuge, oder? Ich glaube, das geht schon in den Nacken. Guillotine ist das wahrscheinlich. Also die Stange ist deutlich zu hoch und auch für eine Halberkniebeuge zu hoch eigentlich. Und er beugt Halber, aber Lowbar. Ja, ich bin beeindruckt von seiner flexiblen Brustwirbelsäule. Die ist also nicht schlecht. Keine Schulter nicht zurückgezogen, Handel falsch platziert, die Hände schön eng, das ist gut. Ganz gut. Ja. Irgend so ein, keine Ahnung, an irgendeinem Gummi um die Beine rum, dessen Sinn nicht ersichtlich ist. Tiefe stimmt nicht, nee. Unterrücken keine Spannung, kein Hip, einfach gar nichts, oder? Das ist schon echt scheiße. Ralph Mode! Ralph, und das, der Insko war ja auch lustig. Ralph ist im Ralph-Mode. So, jetzt kommt es ja, jetzt kommt der große Zampano und kommt mit den Korrekturen. Diese hässlichen Pullis, also so hässlich. Unglaublich, ich finde das ein Phänomen, aber weißt du, ich fand das gut, oder? Ich finde die unglaublich hässlich, jetzt unglaublich hässlich nicht, aber ich fand sie unästhetisch, obwohl ästhetisch auf dem Shirt stand. Und die waren weder raffiniert noch ein besonderer Schnitt, das war einfach ein Logo. Das ist, kann man bei Shirtinator, kann man das machen, oder? Aber es hatte Erfolg und das finde ich eben das Coole, dass das so eine Welle losgetreten hat. Absolut, absolut. Also nochmal, als ich damals irgendwann eine meiner ersten Fibos, da wahrscheinlich die erste Fibo in Köln damals, nach Essen, und da war ein Hype um diese Leute. Und dann später ist ja der Verrückte mit seinem Speer da noch gekommen, da. Um
um die Energie aus dem Boden zu ziehen. Und da waren tausende Menschen um die herum. Ne? Und die kleine Schimmen. Die hatten Schaum vor dem Mund. Die waren von dieser. Das verstehe ich aber auch. Wenn du oder du bist einfach ein Niemand, wurdest in der Schule, warst du wahrscheinlich nicht der Allerbeste. Sonst ein bisschen belächelt worden, das ganze Leben lang und so weiter, hattest in keinem Sport richtig Erfolg. Und dann stehen 2000 Leute vor dir und jubeln dir zu. Ja, ja, das ist schon krass. Also ich fand's auch geil, also ich habe mich für die gefreut. Ich fand's auch geil für die deutsche Community. Also die haben halt wirklich Schwung in die deutschsprachige Fitnessszene gebracht. Ne? Das hat vorher niemand geschafft. Ne? Richtiger Hype ausgelöst. Absolut, ja. Der aber lustigerweise nicht nachhaltig war. Der ist weg. Ja, oder vielleicht sind wir zu alt geworden. Ja, also du bist 20 Jahre jünger als ich. Du bist noch nie da. Ich weiß, dass man das nicht sieht. Ja, ich sehe so alt aus wie du, das stimmt. Nee, aber also weißt du, ich meine, ich war ja damals auch 17, 18, ja, ja. Sowas. Und da sieht man das Ganze schon nochmal, so heute lässt man sich ja nicht mehr scammen. Ja, ja, so, ja, ja. Wenn ich mir, ja. Das ist noch spannend. Das, ich meine, du bist ja, für die, die es nicht wissen, du bist gerade an deinem PhD dran. Also du warst die eine oder andere Minute schon hinter der Schulbank und hast schon bewiesen, dass du die eine oder andere Hirnzelle einsetzen kannst. Und warst aber trotzdem begeistert von dieser ganzen Welle. Also was ich damit sagen möchte, das waren nicht einfach nur einfache Leute, die da begeistert waren, sondern das war über die ganze Gesellschaft hinweg, oder? Über alle Schichten. Absolut, absolut. Also ich meine, klar, es war halt damals irgendwie, für mich war es irgendwie nie eine Option, richtig viel zu saufen und so. Ne? Und dann Fitness kam dazu, es hat mir Spaß gemacht. Und ja, ich weiß, wer ist denn heutzutage so ähnlich in der Fitnessszene unterwegs? Für die jungen Leute. Ich habe keine Ahnung mehr. Die sind halt alle auch mit alt geworden. Die Jungen, gehe mich nicht mit. Ah, oh gut, das hat ein bisschen da die Kindergarten-Crew rund um Johannes Lukas vielleicht. Johannes Lukas, ja, ja. Ja, okay. Nee, aber früher gab es ja Alan Gabay. Der ist irgendwie völlig abgedriftet. Der hat, glaube ich, irgendeinen Pilz geschluckt und kam nicht mehr runter oder so. Ja, ich glaube, die ganze Fitnessszene hatte da ziemliches Drogenproblem irgendwann gehabt. Unglaublich, unglaublich. Aber diese Typen hatten alle was gemeinsam. Die waren unglaublich von sich überzogen, konnten vor die Kamera hinstellen und sagen, oder so zeigen, ich bin der Allergeilste. Ja, absolut, ja. Ja, und es hat ja auch nicht viel gebraucht. Nee. Ja. Also, du konntest ja eigentlich dich einfach abfilmen, ne? Ja. Und sowas haben ja auch die Leute vorher nicht. Also 145 Kilo habe ich, als ich das damals gesehen habe, ja. Das war viel Gewicht. Das hat ja früher, gab es so viele Videos gar nicht. Ne? Ja, ja. Also was, da gab es ja auch Team Andro, ne? Ja. Da gab es noch irgendwelche anderen dubiosen Powerlifting-Foren. Da hat aber auch jeder immer nur sein Total reingeschrieben und ein Video gepostet. Und so hat das ja dann angefangen. Das war ja der erste Beweis dafür, dass einer, der im Forum geschrieben hat, ich beug 300 Kilo, ja, dann zeig mal her, dass du 300 beugst. Ja, ja. Also eben, außer Kalbach, der konnte das schon vorher. Er konnte das. Ja. 10-mal. So, wir gehen weiter bei Rolf, im Rolf-Mode. Im feinsten schwäbischen Dialekt hinten ablegen. Ne? Hat er recht? Einziger Kritikpunkt. Sonst war perfekt. Es war natürlich hier. Also er ist wirklich ein. Er ist schon benachteiligt. Er hatte wirklich nicht die Voraussetzung, um Muskeln aufzubauen. Im Unterschied zum Beispiel zu Mischa, oder? Der hatte diese Voraussetzung. Absolut. Mischa hatte immer wunderbare Proportionen, Struktur. Ich meine, Rolf war ja auch so. Ja,
ziemlich groß, aber der hatte trotzdem unterschiedliche Hebel wie du. Ne? Bei dir sieht ja die Beuge echt für eine große Person brutal gut aus. Bei dem war alles scheiße. So weißt du. So, das macht halt auch nochmal, groß bedeutet nicht unbedingt schlecht fürs Powerlifting. Nee. Ja. Nee, ja. Er hat ein einfach blödes Verhältnis von Oberschenkel, Unterschenkel, Oberarm, Unterarm. Es war halt alles für den Arsch. Ja, und er hat sich halt auch nicht damit befasst, oder? Nee, genau. Das kann man ja anpassen. Griffweite, ja. Hüftbeugungswinkel, was weiß ich. Also, aber der hat halt einfach nur Scheiße gemacht. Ja. Naja. Im Unterschied dazu, Mischa, da war so ein bisschen der Musterschüler, was Übungsausführung betrifft. Und hat auch da ordentlich aufgebaut. Und jetzt, wir schauen uns da eine Szene an. Da wird irgendwie ein M-Rap-Satz, as many reps as possible, mit, was sind das, 140 Kilogramm oder so, 150 vielleicht. Irgendwo. Mit Skimeinschonern. Ja, und was für die? Was ist, sind das? Die Frage vom Eishockey-Goalie oder was ist das? Hey, ganz ehrlich. Wer sowas anzieht, ein Kreuzheben, ne, der gehört gemobbt. Also wirklich, und zwar so schlimm gemobbt, dass er niemals mehr ins Fitnessstudio geht. Also sowas ist ja, wenn ich jemanden so im Fitnessstudio sehe, ne, nee, ich würde natürlich nichts sagen, weil ich ein sehr toleranter Mensch bin. Aber ich denke mir dann schon, Junge, wo bist du falsch abgebogen? Ey? Genau, genau. Kreuzheben macht man immer ohne und nach etwa 2-3 Jahren, also für die Leute, die sich die Beine rasieren, die müssen das dann bei den Skibeinen auch nicht mehr. Dort wächst nichts mehr. Alles vernarbt. Ja. Mischa war ganz sicher einer, der sich die Beine rasiert hat. Er hat sich die Muschi rasiert wahrscheinlich. Also schauen wir mal. Es wird ein bisschen streng und dann kommt Ralph mit dem ZNS, das sagenumwobenen ZNS aktivieren. Mucha! Komm jetzt! 20! 28! Komm jetzt, in der Zeit, du Scheiße, gerade auf die Zeit. Eskalieren. 23. Jetzt kommt's dann. 24. Man sieht ihn hinten so rumlaufen. Das ist nicht lustig, so eine Scheiße. Ich habe das Video, weiß nicht, wie viel ich mal schon gesehen habe, es ist jedes Mal. Wie er damit. Mit Anlauf. Also, der hat richtig Bock gehabt, dem so richtig einen hinten reinzufetzen. Und die Reaktion von Mischa: Fick dich in den Arsch. Aber Respekt, dass er dann weiter durchgezogen hat. Ja. Ja, hat ja, ja. Ablenken lassen. Ja, und ich glaube, es wird sogar ein neuer Rekord da hier. Im Moment ist es noch nicht rot. Ich glaube, weiß nicht, ob ich den so geschnitten habe, dass man das sieht, aber auf anderen Aufnahmen sieht man dann richtig den Handabdruck noch. 33. Cool, Arbeit. Ich frage mich mit, was bringt so ein Scheiß? Wie hat er 33 Wiederholungen jetzt gemacht? Ja. Ja. Also. 4,5 Tonnen gehoben. Naja. Das kann man auch mit ein paar wenigen Wiederholungen machen. Bisschen mehr Gewicht, ne? Ein paar weniger Wiederholungen. Wahrscheinlich effektiver, aber dann. So, Klammer auf, achtest du bei deinen Coaches, wenn du Pläne programmierst, den Gesamtload im Training? Ist das ein Parameter, den du berücksichtigst? Jein. Es kommt nämlich darauf an, ich meine,
in welchem Zyklus, in welcher Woche die sich befinden. Wir gehen ja davon aus, dass sich das steigert, aber ich habe auf jeden Fall im Kopf, beziehungsweise ich berücksichtige auf jeden Fall, dass, sage ich mal, wenn wir so in der fünften, sechsten Woche sind vom Plan, ne, wo wir so meistens das Topgewicht erreichen, eine gewisse Satzanzahl nicht zu viel Ermüdung führen sollte. Außerdem, ich meine, was bringt das mit Total Load? Für jeden sind 500 Kilo, für manche sind 500 Kilo ein Lift, für manche sind es ein ganzes Total. Ne? Und das kommt immer drauf an. Deshalb. Ja, wo fangst du an zu zählen? Ab 75% 1RM oder schon ab 60 und so weiter? Aber ich habe so bei mir, lustig, also ich kontrolliere diesen Parameter, aber einfach nur zum Schauen, ob ich irgendwas erkenne. Und ich bin immer so um die 5 Tonnen rum, merke ich. Das ist es noch interessant. Und es variiert gar nicht groß, wenn du mit. Aber bei deinen Mainlifts oder machst du. Beim Kreuzheben zum Beispiel. Kreuzheben, also okay. Ja. Okay. Bench bin ich drunter. Squats bin ich auch in dem Bereich, ja. So, jetzt gibt es, glaube ich, noch eine Reaktion von Mischa. Asoziale Nackenklatsch. Seid ihr nicht, sagt Mio. Sorry, aber ich habe dich verbessert. All for the gains. Du hast dich verbessert. ZNS-Aktivierung. Ja, der hatte halt schon so eine Attitude. Alles oder nichts. Ne? Also Tom Platz. Wie hieß der andere kleine Bodybuilder, der in Texas im gleichen Gym wie Ronnie Coleman immer? Branch Warren. So, ne? Trainingsstil. Ganz schöne mustergültige Übungsausführung hat er gemacht. Ja, aber die Einstellung war schon hardcore von Ralph. Ja, ja. Die Einstellung stimmt bei Ralph, muss man sagen. Also, und das, ich meine, ich glaube, der ist auch nicht unerfolgreich jetzt in seinem Leben. Und das hat viel mit seiner Einstellung zu tun, oder? Ja. Aber das sind halt einfach gewisse Welten aufeinander geprallt, oder? Ralph, der ist ein bisschen holzschnittsartig unterwegs. Und da die anderen, der Mischa, da eben zum eher mit hohem Östrogenspiegel und da so ein bisschen Äte Betäte, oder? Ja, absolut. Also das ist jetzt Ralph Mode in seiner Prime. Da hat er, wie gesagt, also da sah er auch nicht schlecht aus. Es ging ja mal Stoffgerüchte auch beim irgendwie in dieser Gruppe herum, dass sich da ab und zu mal oder angeblich mal eine Nadel irgendwo im Gluteus verirrt hat. Es wird mal Zeit für ein Netty or Not von einigen YouTube-Kollegen bei Ralph Settele. Genau. Michael Steiner, bitte Netty or Not von Ralph, im Ralph-Mode. Also ich würde sagen, nee, der hat nie was genommen. Nee, also... Und wenn er was genommen hat, hat das bei ihm, glaube ich, nur zu Akne geführt und sonst zu gar nichts. Ja, da war vielleicht Blumenöl oder was, Salatöl war da vielleicht drin, aber keine aktiven Stoffe. Stimmt das überhaupt, dass man heute nur noch da Scheißware bekommt und Luther Fake und vor 20 Jahren war das noch der Real Stuff? Mal so, du hast doch früher bestimmt Fakes bekommen, aber ja. Ich meine, heutzutage ist es natürlich so, man kann es testen lassen ja auch, ja. Und die Online-Community, vor allem in den UK, wenn du da irgendwie eine Firma hast, die nur Scheiß verkauft, dann kommt das relativ schnell raus. Ja, ja. Und es ist jetzt auch so, dass die Wirkstoffe, ich meine, die produzieren in einem Untergrundlabor pass mal auf, einmal okay. Für Real Talk. Ich würde behaupten, dass du mit dem Vertrieb von Anabolika mehr Gewinn machst als bei Kokain. Ja. Also, ich glaube, die produzieren eine Ampulle Testosteron für 2 Euro. Ja. Mit allem drum und dran. Verkaufen sie für, ja, manche Leute verkaufen die für, was weiß ich,
woher soll ich das wissen? Ich hätte jetzt mal 50 Euro. Okay. Und damit verdienen sie sich dumm und dämlich. Ja. Ja. Ja, und es ist weniger, ich glaube, die ganze Beschaffungskette und Produktionskette ist weniger kriminell als bei Drogen, oder? Ja, ich glaube, ich denke schon. Weil in gewissen Ländern, also die Rohstoffherstellung, kommt ja, glaube ich, vieles aus China, oder? China, Indien. Und das ist dort, glaube ich, nicht illegal, dass man das dort macht. Nö, also es gibt da einige Untergrundlabore, die eigentlich richtige Pharmafirmen sind, die aber nicht dem EU-Recht oder den Richtlinien des Westens unterzogen sind. Das bedeutet, die können produzieren, was die wollen. Übrigens, gestern war in den Zeitungen hier in der Schweiz, wurde ein Labor oder ein Dopingring hochgenommen. Da haben sie wieder einen erwischt, irgendwie im Zusammenhang mit deutscher Zoll und so weiter oder so. Ging das da? Die geht man ziemlich, glaube ich, ernsthaft. Probiert man solche Dinge zu unterbinden, ja. Ja, das ist meiner Meinung nach zum Teil auch echt überspitzt. Also wenn du dir anschaust, was du zum Teil heutzutage für Strafen bekommst, sag mal so, also kannst deine Frau zu Hause verprügeln aufs Schlimmste und bekommst nicht ansatzweise so eine Strafe, wie wenn du mit einer Ampulle Testo. Ja. Ja, ich lese das schon irre. Ja, schlechte Nachrichten für Ralph, weil das wäre so die letzte Chance gewesen, dass er zu Muskeln kommt. Ja, Ralph. Oder man trainiert so wie er, was wir jetzt anschauen. Ja. So Leute, ihr wolltet immer wissen, was der Ralph-Mord bedeutet. Ich zeige es euch jetzt anhand von einem Satz Bizeps drauf. Wir haben die Freunde 20 Kilo pro Seite. Und die Ausführung wird jetzt nicht die beste sein. Aber ich gehe jetzt hier hin. Wenn es jetzt eine Entscheidung ist zwischen Leben und Tod, ich gehe hin, ich raste aus mental, ich finde dieses Lied. Ich fick dieses Gewicht. Ja, dieser irre Blick. Also, vor allem, der meint das halt todesernst. Ja. Also, es ist halt wirklich Leben und Tod. Also, entweder nominieren wir ihn für einen Oscar oder das ist ernst gemeint, ja. Nee, der ist einfach, der ist so. Der ist halt sau fanatisch. Ganz krass, ganz krass. Er ist wahrscheinlich so ein bisschen autistisch, oder? Er hat wahrscheinlich so Empathie, ist wahrscheinlich nicht die beste Fähigkeit bei ihm. Er wird Bei so Menschen, da müssen wir echt aufpassen, wen wir da mobben und was wir sagen. Ne? Nachher steht er halt echt irgendwie mit einer Knarre vor deiner Wohnung in der Schweiz und schießt dir da zwei Löcher in den Kopf. Ja, ich bin da so ein bisschen semi-beunruhigt, weil ich weiß nicht, ob er die Kraft dazu hat, den Trigger zu ziehen. Im Ralph-Mode. Ah, im Ralph-Mode. Ich muss umschalten. Bis der umgeschaltet hat, habe ich ihn entwaffnet. Oh. So, jetzt muss man beachten, wie er aus dem Bild verschwindet. So ein bisschen hinten im Spiegel kann man das erkennen. Dort geht er um. Das Umschalten an sich sehen wir nicht. Er macht es wohl da hinten und dann ist es eine Entscheidung zwischen Leben und Tod. Das habe ich gesehen. Da geht noch was. Gar kein Einsatz hier. Ja. Ja, nicht richtig umgeschaltet, fand ich. Also. Ich sehe jetzt in den Augen. Das war jetzt krasse mentale Ausraster. Klar, die Form. Aber das ist eine fortgeschrittene Technik. Gut, war nie gefährdet. Gewicht immer
um mir gedanklich kontrolliert. Ist nichts für Anfänger. Aber es geht nur um diesen Blick. Das seid ihr in einer anderen Welt. Das ist Aggression, pur. Da driftet ihr hier oben ab. Natural Pre-Workout. Gruß an Mischa. Weißt du, was ich meine? Ich kann das, all diese Informationen, ich kann die gar nicht verarbeiten. Nee. Also, das ist so, als würde ich mir irgendwie so ein Kriegsvideo anschauen. So, weißt du, so. Die hohe Map, was meint er damit? Natural Pre-Workout. Ja, Grüße gehen an Micha, der weiß, ja, was ich meine. Und die Augen, also wirklich, ist auch lustig, dass es nicht schafft, in die Linse zu schauen, sondern er schaut sich selbst an, oder? Im Monitor. Man könnte mit dem so eine geile Snicker-Werbung machen. Iss man Snickers. Ja. Du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Genau. Du bist nicht Ralph, wenn du nicht ihm... Wahnsinn. Nee, der Typ, der war wirklich ein Unikum. Sehr erfrischend. Hat eine große Fanbase. Also bestimmt. Also ich kenne, glaube ich, also jeder in meinem Alter kennt Ralf. Also Chris, ey, ich würde so gern mit dem zusammen ein Training abfilmen, mit dir und Ralf. Das müssen wir irgendwie hinbekommen, dass wir einmal komplett ausrasten. Dass er uns Bankdrücken nochmal zeigt. Dass er uns zeigt, wie umschalten geht. Alter, ich will. Hey, stell dir vor, du könntest umschalten. Ich glaube, dann wird es auch noch mal was werden mit meiner Karriere im Powerlifting. Aber und wenn du erst umschalten kannst, und jetzt kommt die richtige fortgeschrittene Technik, dann kannst du vielleicht nachher den Trizeps noch freischalten. Oh, ey. Das ist ja auch so was. Also ich habe es bis jetzt versucht, oft den Trizeps wirklich freizuschalten. Aber ich glaube, also Markus Rühl konnte seinen Trizeps auch nicht freischalten. Nee. Hätte er einfach mal einen Ralf gefragt, vielleicht wäre es dann was mit Mr. O geworden. Todsicher. So. Markus Rühl mit Trizeps, Mr. O, safe. Safe, absolut, ja. Falscher Coach gehabt. Ja, hätte er mal lieber auf den Coach Ralle gehört. Das 360-Grad-Paket geholt und dann den Fummel. Wenn es das noch gibt, Karl, Ralf, ich wäre dabei. Also ich würde es mir gern zulegen und ich würde gern auch mit euch ein Personal Training buchen. Aber Ralf oder Karl meldet an Garnicus und wir leiten das dann weiter. Unbedingt. Wunderbar. Besten Dank für deine Zeit. Gerne. Ich hoffe, die Zuschauer werdet jetzt mit dem Code MOBT mal richtig umschalten im Garnicus Shop. Als wäre es eine Entscheidung auf Leben und Tod, so dass Ralf stolz wäre, wie da bei den Bestellungen eskaliert wird. Ja, besten Dank für die Aufmerksamkeit und einen schönen Tag. Ciao.